Oxy, aufstehen! Warte mal, Onkel Ukri, direkt raus aus den Federn. Warum weckst du mich denn? Wir haben es doch gerade noch mitten in der Nacht, beziehungsweise es wird gerade erst nachts. Hör mal zu, mein kleiner Neffe, du weißt ganz genau, in der Nacht kommen die Vampire, wir müssen aufpassen! Die Vampire? Oh Mann, Onkel Ukri, wir haben uns jetzt ein riesiges Camp gemacht. Ich meine, das reicht doch, oder nicht? Ich möchte echt nicht auf Vampirjagd gehen. Wieso muss ich überhaupt mit? Weil du genauso stark werden sollst wie ich. Du weißt ganz genau, Oxy, das ist in unserer Familie, in unserem Fleisch und Blut. Wir sind Jäger. Jäger nach Vampiren. Ja, ich weiß schon, Onkel Ukri. Wir jagen immer die Vampire, aber ich will echt nicht mit. Können wir nicht einfach hier beim Camp bleiben? Ich meine, der Wald ist total gruselig. Nein, natürlich nicht, Oxy. Komm schnell mit, Mann. Wir müssen jetzt den Vampiren zeigen, wer der richtige Boss ist, okay? Na gut. Und unsere ganzen Sachen lassen wir dir etwa hier? Oh, hör mal zu. Schau mal hier in die Kiste. Dort ist doch extra Ausrüstung für dich. Hast du das vergessen? Oh ja, natürlich. Warte kurz. Zack, ich gehe direkt rein. Okay, welche Waffe soll ich mir denn nehmen, Onkel Ukri? Ich würde sagen, das können die Zuschauer entscheiden. Okay, Freunde, abonniert den Kanal innerhalb der nächsten 3 Sekunden, wenn ich einfach alle Waffen mitnehmen soll. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Lasst alle jetzt ein Abo da. Na gut, ihr habt entschieden. Ich nehme einfach alle OP-Waffen mit. Wie cool ist das bitte? Und was mit dieser Ausrüstung hier, Onkel? Die nimmst du natürlich auch mit, aber die ist ein wenig schwer. Deswegen müssen jetzt alle ein Like da lassen, damit du die tragen kannst. Oh Mann, du hast recht. Okay. Ich krieg's gar nicht richtig hin. Freunde, like das Video innerhalb der nächsten 3 Sekunden, damit ihr mir hilft, die Rüstung aus der Kiste zu nehmen. Auf 3. 1, 2, 3. Okay, sehr gut. Ich hab's hinbekommen, Onkel. Und was ist das bitte? Knoblauch? Genau, Knoblauch als Waffe. Du weißt ganz genau, wir Menschen, wir Jäger, essen Knoblauch jeden Tag. Aber die Vampire, die hassen Knoblauch. Oh ja, du hast recht. Vampire fürchten sich vor Knoblauch. Aua. Oxy, du siehst klasse aus, wie ein richtiger Vampirjäger. Ich bin stolz auf dich. Okay, na gut, Onkel. Ich vertraue dir mal ausnahmsweise. Na gut, komm mit auf Vampirjagd. Let's go. Ich freue mich schon. Okay, Ukri, ich komme direkt mit. Oh Mann, Freunde. Ich hoffe, da wird echt nichts schief gehen. Ich nehme lieber meine Waffen in die Hand. Onkel, der Wald ist total düster. Sicher, dass wir hier einfach reingehen können? Natürlich, aber wir müssen aufpassen, okay, Oxy? Ich weiß ganz genau, hier sind überall Vampire. Die verstecken sich meistens auf den Bäumen und tarnen sich als Fledermäuse. Auf den Bäumen als Fledermäuse? Bist du dir aber echt sicher, dass es Vampire überhaupt gibt? Natürlich, Oxy, du weißt doch ganz genau. Unser Sohn, unser heiliges Gut, alles wurde zerstört von den Vampiren. Na gut, wenn du meinst, Onkel, dann lass uns direkt voranstreiten. Aber ich habe echt Angst. Guck mal, hier ist ein riesiger Wald einfach. Ach, Oxy, du brauchst keine Angst zu haben. Du weißt doch, ich bin bei deiner Seite. Komm einfach mit. Wir laufen jetzt durch den Wald. Schau mal dort vorne. Warte mal, was ist das denn? Warte mal, woher kommt das denn? Ist das etwa ein verlassener Friedhof? Onkel, ich will echt zurück. Woher kommt dieser Friedhof auf einmal? Das ist ein Friedhof, Oxy, und du weißt ganz genau, Vampire lieben Friedhöfe. Du meinst, weil die ganzen Vampire hier dann die Überreste von den verstorbenen Menschen trinken und essen können? Ja, genau. Das heißt, hier vorne sind ganz, ganz viele Vampire, die sich wahrscheinlich dort vorne aufhalten. Und was machen wir jetzt, Oxy? Wir drehen um, gehen zurück zum Dorf, zurück zu unserer Familie. Nein, so habe ich dir das nicht beigebracht, Oxy. Du weißt ganz genau, wir müssen die Vampire aufhalten und unsere Familie beschützen. Och, komm schon, Onkel Ukri, das ist total gruselig und düster. Ich meine, warte mal, hier ist sogar ein Schild. Was steht dort? Betreten verboten. Wir sollten echt umdrehen. Nein, wir werden dort reingehen, Oxy, und die Vampire jagen. Hier, nimm diese Spitzhacke. Die Spitzhacke? Dein Ernst? Und dann soll ich damit das Gitter hier aufbrechen, oder was? Ja, natürlich. Was denkst du denn wohl? Wir müssen dort ja irgendwie reinkommen. Okay, ich probier's aus, aber hier steht betreten verboten. Ich will das eigentlich echt nicht machen. Bitte, Ukri. Du sagst, das ist egal. Okay. Na los. Und irgendwie klappt es nicht. Wieso geht das nicht? Oh Mann, Oxy, du weißt doch, die Zuschauer haben noch gar nicht kommentiert. Die Zuschauer haben noch gar nicht kommentiert. Oh, stimmt. Leute, schreibt alle jetzt eine 1 in die Kommentare, damit ich mehr Power bekomme. Okay, auf 3 lasst ihr alle einen Kommentar da. 1, 2, 3. Und schreibt alle jetzt eine 1 in die Kommentare. Schnell. Und sehr gut. Und sehr gut. Ich hab's hinbekommen. Vorsicht, Oxy. Hinter dir ist ein Vampir. Ein Vampir. Warte mal, Ukri, Onkel Ukri. Dein Ernst? Das ist gar kein Vampir. Das ist keine Ahnung, was das ist. Aber das ist ganz bestimmt kein Vampir. Oh, da habe ich mich wohl vertan, oder? Ich hab's, glaube ich, extra gemacht, damit du dich erschreckst. Haha. Oh Mann, dein Ernst, Onkel Ukri? Du hast dich erschrocken. Ja, okay. Ich hab mich erschrocken. Und jetzt? Und jetzt gehen wir. Warte mal, geh du rechts lang, ich gehe links lang, okay? Wir werden jetzt schauen, wo die Vampire sind. Du willst dich aufteilen, bist du dir sicher? Ja, ganz genau. Warte mal, schau dir das mal an. Was ist da denn bitte? Ist das etwa eine Hand? Denkst du, die Vampire haben daran geknabbert? Aber egal, wird schon nichts passieren.
Na gut, wenn du meinst, okay, ganz ruhig, Orksi, alles wird gut, du darfst nicht so schreckhaft sein, dann los, einfach nur die Armbrust kurz laden, perfekt, okay, mal schauen, ist hier irgendjemand, hallo, ah! Oh Mann, das war nur ein Vogel oder so, was war das bitte, na gut, alles gut, Onkel Ukri, wie es aussieht, ist hier wirklich nichts, ich finde gar nicht, Onkel Ukri, Onkel Ukri, oh Mann, wieso redet der denn nicht mehr, haben ihn etwa die Vampire erwischt? Okay, ganz ruhig, Orksi, du kriegst das hin. Na los, alles wird gut, aber irgendwie ist hier wirklich nichts. Onkel Ukri, bitte rede doch mit mir. Onkel Ukri, wo bist du? Onkel Ukri, wo bist du, Mann? Oh Mann, wo ist er nur hin? Onkel Ukri, warte mal, ich glaube, ich sehe ihn da vorne. Onkel Ukri, Onkel Ukri, Onkel Ukri. Warte mal, pinkelst du gerade? Oh Mann, dein Ernst? Orksi, schau weg, ich pinkel gerade an dem Baum. Ja, ich hab's schon bemerkt, ich dachte, wir suchen hier drin. Ey, das ist doch nicht sein Ernst. Oh Mann, Orksi, so, wir stellen ein anderes Versteck zum Pullern. Tschüss. Du suchst so lange alles durch, ja? Warte mal, du willst doch nicht gehen. Warte, warte, warte. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann, wo will er denn bitte jetzt hin? Okay, alles gut. Ich werde das schon irgendwie hinbekommen. Ich meine, hier ist eigentlich nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich so eine große Angst hatte, Freunde. Ich meine, hier ist absolut gar nichts. Ich suche mir erstmal hier ein schönes Plätzchen und setze mich hier einfach hin. Okay, ich warte einfach, bis Ukri wiederkommt. Ich meine, hier passiert schon nichts. Na los, lehne ich einfach, warte mal, hä? Was ist das für ein Geräusch? Wieso fühlt sich das so hohl an? Ist das mein Kopf? Nein, das ist irgendwie hier hinten, hä? Freunde, was soll das bitte, hä? Warte mal, das glaube ich jetzt nicht. Wie ist das denn gerade aufgegangen? Oh Mann, was ist das bitte? Ich gehe mal direkt rein. Oh, ich habe eine Idee, ich mache hier direkt zu. Ich meine, Onkel Ukri erschreckt mich doch die ganze Zeit. Ich werde mich jetzt einfach in diesem Geheimbunker hier verstecken und ihn gleich auch erschrecken. Okay, der wird es bestimmt nicht checken. Warte mal, was war das denn gerade bitte, Freunde? Ach stimmt, ich bin ja in irgendeinem Reichengrab oder so. Okay, ich soll mich mal ein bisschen umgucken, was hier ist. Warte mal, was ist dort? Ihre Königin Leia. Freunde, was ist das bitte? Oh Mann, bestimmt irgendeine reiche Königin aus dem 16. Jahrhundert oder so, Freunde. Naja, egal. Oh, schau mal, da ist ein Hebel. Ich drück einfach mal drauf und zack, perfekt. Warte mal. Oh, was? Oh, endlich bin ich aus diesem Sarg heraus. Oh, du warst das? Ich war das? Oh Mann, ich will hier weg, ich will hier weg. Wieso geht das nicht mehr auf? Wieso geht das nicht mehr auf? Hallo? Sag mal, wieso antwortest du mir denn nicht? Hast du etwa keinen Respekt vor mir? Kein Respekt? Geh ja weg. Ich hab Knoblauch, ja, ich hab Knoblauch. Ach so, du bist einer dieser Jäger. Hör mal zu, mein kleiner Jäger hier. Also, Knoblauch schadet uns nicht. Warte mal, Knoblauch schadet euch nicht? Bist du etwa ein Ein Vampir? Nein, ganz sicher nicht. Ich bin eine Vampirkönigin. Eine Vampirkönigin? Oh Mann, was mache ich denn jetzt bitte? Dein Ernst? Hör zu, ich will einfach nur weggehen, ja? Weggehen? Wieso das denn? Ich muss dich doch noch belohnen dafür, dass du mich befreit hast. Belohnen? Ganz genau, komm her, nur keine Angst. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir. Und ham! Warte mal, au! Oh nein, mein Neffe hat geschrien, er braucht Hilfe. Ach, oh Mann, was hast du bitte gemacht, dein Ernst? Du schmeckst echt gut, weißt du das? Ich schmeck echt gut, was hast du bitte gemacht? Aua, mein Nacken tut so weh. Sowas habe ich schon lange nicht mehr geschmeckt, schon seit Jahrhunderten sogar nicht mehr. Mein Neffe, mein Neffe, mein Neffe, ich komme! Oh nein, da kommt jemand, ich muss mich schnell verwandeln. Warte mal, was? Oh Mann, mein Kopf war... Orksi! Onkel Ukri, hallo. Was passiert? Ja, nichts, alles gut. Geht's dir gut? Gut? Ja, natürlich, natürlich, mir geht's gut. Okay, oh Mann, was ist denn passiert? Naja, nichts, ich bin einfach nur durch diese Tür hier, ja. Was ist das denn, ein Grab? Ihre Königin Leia? Oh nein, das gehört doch den Vampiren, oder nicht? Nein, da war nichts, da war nichts. Oh Mann, Freunde, ich muss einfach Onkel Ukri anlügen. Denn wenn er weiß, dass ich gebissen wurde und mich verwandeln werde, dann wird er mich bestimmt auch erledigen. Was denn bitte passiert? Ich hoffe, der Vampir hat dich nicht gesehen. Nein, da war kein Vampir. Ich bin einfach nur durchgefallen und habe mich ein bisschen am Kopf gestoßen. Mehr ist da wirklich nicht passiert. Okay, na gut, hier ist ja nichts. Dann lass uns weitergehen. Ja klar, lass uns direkt weitergehen. Gar kein Problem, Onkel Ukri. Oh Mann, Freunde, das darf ich ja nicht erfahren, was passiert ist. Ich hoffe echt nicht, dass ich mich verwandle oder so. Naja, vielleicht hat sie auch nur geblufft. Das kann ja auch sein. Okay, Orksi, also ich schaue auf dem linken Weg und du auf dem rechten Weg. Na gut, das machen wir so, Onkel. Ja, und jetzt beeil dich mal, du wirkst irgendwie so komisch. Oh, ich wirk komisch? Na, ich habe auch total Durst.
Ja, na gut, dann geh dort vorne ans Wasser. Dort ist ja was zu trinken. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Wir müssen doch Vampire finden. Ja, klar. Oh Mann, Freunde, mein Kopf tut so weh. Und irgendwie, warte mal, das hat sich irgendwie unten alles verändert. Ich brauche jetzt Blut zum Trinken. Oh nein, das glaube ich nicht. Bin ich etwa echt schon ein Vampir geworden? Na, da ist ja mein Möchtegern-Vampirjäger. Warte mal, was machst du denn jetzt bitte hier? Was ich hier mache? Na, ich wollte natürlich nach dir sehen. Nach mir sehen? Und warum das? Ich habe irgendwie so das Bedürfnis, Blut zu trinken. Warum? Weil du ja ein Vampir geworden bist. Ein Vampir? Warum hast du mir das angetan? Warum? Es war meine Belohnung an dich dafür, dass du mich befreit hast. Eine Belohnung? Das ist doch keine Belohnung. Wenn mein Onkel das rausfindet, dann wird er mich eliminieren oder so. Ach, das ist doch sowieso egal. Du wirst so oder so draufgehen. Wieso denn das? Na, weil du Blut trinken musst. Und wenn du dich weigerst, dann wird der Vampirzyklus nicht abgeschlossen. Nicht abgeschlossen? Ganz genau. Also trink das schon los. Trink? Ich etwas anschauen, Freunde. Tschüss. Blatt. Ganz frisch. Da hinten war so ein Dorf. ein Dorf? Oh Mann, das ist doch nicht dein... Orksi, was hast du dort vorne in der Hand? Warte mal, in der Hand? Da bist du ja, Onkel Ukri. Ich hab nichts in der Hand. Alles gut, bei mir war nichts. Und bei dir? Nein, bei mir leider auch nicht. Aber du weißt ganz genau, wenn ich einen Vampir sehe, dann wird der einen auf die Rübe bekommen. Ja, natürlich weiß ich das, Onkel. Naja, Orksi, es wird auch langsam wieder hell. Dann lass uns jetzt nach Hause gehen. Ja klar, Onkel Ukri, ich komm direkt mit. Oh Mann, Freunde. Was wird jetzt bitte passieren? Werde ich mich noch zum vollwertigen Vampir verwandeln? Und wie wird es überhaupt morgen mit der Sonne aussehen? Schaut euch das Video bis zum Ende an, damit wir es gemeinsam rausfinden. Komm rüber, Orksi, wir müssen über den See. Ja klar, ich komme direkt. Na los, lass uns zurück ins Dorf gehen. Orksi, 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 ein neuer Tag beginnt, die Sonne scheint und das ist der beste Moment des Tages. Komm raus und genieß die Sonne. Onkel Ukri, mach sofort die Tür zu, hier darf keine Sonne reinkommen. Warum keine Sonne? Orksi, du verhältst dich echt komisch seit gestern Abend. Das muss ich dir lassen. Was ist in dich gefahren? Hast du voll Angst vor Vampiren? Aber du weißt doch ganz genau, Vampiren hassen die Sonne, du musst mit rauskommen. Nein, ich will nicht raus, ich bin heute echt krank, ich fühle mich nicht gut, ja? Aber Orksi, was ist das denn hier, das Ganze? Warum ist hier schwarzes Glas? Schwarzes Glas ist. Orksi? Wird mal Zeit, dass du eine Freundin suchst. Warum neckst du mir an meine Schulter? Ich weiß es auch nicht. Geh bitte raus jetzt erstmal. Oh Mann, Freunde, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, die hat recht. Ich muss es echt tun. Und na los, tu's schon. Warte mal, was machst du denn schon wieder hier? Na, was denn wohl? Ich bin doch deine Königin, oder nicht? Nein, ganz bestimmt nicht. Na los, trink schon, es wird dir gut tun. Oh Mann, ich muss es echt trinken. Bitte nicht, Mann. Ich fühle mich schon so schwach. Na los, trink schon, es ist extra schmackhaft für dich. Okay, na gut. Was ist auf einmal los, Freunde? Ich habe auf einmal so einen Durst. Das ist ja mein Onkel. Mann, was machst du denn hier zu Hause? Ich habe doch gesagt, du musst an die frische Luft kommen. Die Sonne tut dir gut. An die frische Luft? Oh ja, Onkel, mach bitte die Tür zu und komm näher rein. Er sieht so lecker aus. Auf meinem Herzen, was da drauf liegt? Dir geht's irgendwie seit gestern Abend nicht mehr gut, ich merk das. Was ist los mit dir? Was los ist mit mir? Naja, ich hab die ganze Zeit so einen Durst, weißt du, Onkel? Ich hab einfach so einen Durst. Ist mir gerade einen schlechten Streich? Das sagen doch immer die Vampire, ich weiß es ganz genau. Einen schlechten Streich? Oh nein. Du siehst irgendwie komisch aus, deine Augen sind rot und deine Stimme, was ist mit dir los? Oh Mann, als ob du es immer noch nicht begriffen hast. Ich bin jetzt ein Vampir. Ach echt? Tschüss! Schnell hier weg, Mann! Was ist los mit dir? Ich würde sagen, komm her, Ukri, na los. Oh nein, ich hab's ganz vergessen. Als Vampir muss ich mich leider vor der Sonne verstecken und wir haben's gerade am helllichten Tag. Ich als Vampir werde es auf jeden Fall schaffen. Oh nein, es wird Nacht! Oh, er hat recht, die Nacht ist angebrochen. Bewohner, wo seid ihr? Ich werde dich besiegen müssen. Oh nein, er will mich angreifen. Ich muss mich ganz schnell verwandeln. Okay, sehr gut. Ich muss schnell weg hier fliegen. Mann, Onkel Ukri will mich einfach eliminieren. Ich glaub's nicht, Leute. Orksi, komm her. Komm zurück. Das kann ich dir nicht antun. Ich muss dich besiegen. Oh nein, was hast du damit vor, Onkel Ukri? Warte mal.
Na los, Oxy, werd eine Fledermaus, mach schon! Na gut, okay, lass uns hier ganz schnell weg. Na los, na los, na los, wohin willst du denn bitte? Ich zeig dir jetzt ein Geheimversteck, wo wir sicher sind vor deinem bösen Onkel. Okay, okay, ich komme, ich muss jetzt einfach mein neues Leben als Vampir akzeptieren. Ich meine, mein Onkel will mich bestimmt nicht mehr. Er greift mich die ganze Zeit nur an, Freunde. So gut, dass du jetzt ein Vampir bist. Oh ja, das ist sehr gut, aber warte mal, dieses ganze Fliegen und so habe ich noch nicht ganz drauf. Ich weiß gar nicht so wirklich, wie das geht. Wie das geht? Ach, das wirst du schon lernen. Bist du dir echt sicher? Ja, ich bin mir sogar sehr sicher. Okay, Onkel, jetzt! Warte mal, was? Und zack! Ah, sehr gut, Onkel. Das? Was? Ist das ein Trank gegen Vampire? Bist du verrückt? Du wirst dich damit auch selbst eliminieren. Ja, Oxy, wir haben es geschafft. Wir haben einen Vampir gefunden. Und du weißt, was wir jetzt mit dem Vampir machen. Ach, sehr gut, Onkel. Du hast es geschafft. Ich habe mich zurückverwandelt. Sehr gut, Oxy. Du bist wieder normal. Ganz genau. Na los, lass dich schnell gefangen nehmen. Es tut mir leid, aber das war ein Trick. Was sagt ihr denn da? Ich bin eure Vampirkönigin. Ihr könnt mich nicht einfach so gefangen nehmen. Oh doch, das können wir. Und zack, zack. Perfekt, Onkel. Wir haben unseren ersten Vampir gefangen genommen. Sehr gut. Ich bin so stolz auf dich. Aber du musst es halt einfach selber zum Vampir werden dafür. Egal. Beim nächsten Mal machen wir das anders. Oh ja, yeah, wir haben es geschafft. Und damit würde ich sagen, Freunde, falls euch das Video hier gefallen hat, dann lasst jetzt gerne ein Like und ein Abo da. Schaut unbedingt bei Semlaki und Ukri vorbei. Leia hat keinen Kanal. Und drückt jetzt direkt aufs nächste Video, Freunde. Na los, drückt schon drauf, drückt schon drauf, drückt schon drauf.